Hey Leute, Alzano hier und willkommen zu einem neuen Video. In den Daten des ersten Erweiterungspasses sind nun Informationen zum zweiten Teil, die Schneelande der Krone, aufgetaucht. Es gibt eine Liste mit den Pokémon, die vermutlich zurückkehren. Welche Pokémon das sind, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Der zweite Teil des Erweiterungspasses, die Schneelande der Krone, soll Ende des Jahres erscheinen. Es ist also noch nicht sicher, ob die Liste sich bis dahin nicht vielleicht noch ändert. Die Pokémon-Liste, die man in den Daten der Insel der Rüstung gefunden hat, umfasst aktuell 119 Pokémon. Einige dieser Pokémon sind zuvor durch verschiedene Trailer bekannt geworden. Natürlich kehrt immer die ganze Entwicklungsreihe zurück. Den Anfang der Liste macht die Nidoran-Familie, sowohl Nidoran männlich als auch Nidoran weiblich werden zurückkehren. Leider wird auch Zubat uns wieder verfolgen. Aber auch Rossana, Electek und Magma sind wieder mit dabei. Für mich sehr überraschend sind Ammonitas, Kabuto und Aerodactyl. Mit diesen Pokémon hatte ich gar nicht gerechnet. Wie bereits durch verschiedene Trailer bekannt wurde, tauchen auch Arctos, Zapdos und Lavados wieder auf. Aber auch Dratini soll wieder mit dabei sein. Aus der zweiten Generation sind Raikou, Entei, Suicune, Lugia und Ho-Oh wieder mit dabei. Die einzigen Starter-Pokémon, die zurückkehren, sind die der dritten Generation, also Gek'Arbor, Flamly und Hydropi. Stoll Junior, Wablu, Lilieb und Anorith sind auch wieder dabei. Sowie Absol, Seemobs, Relikant und Kindwurm. Das letzte nicht-legendäre Pokémon der dritten Generation, das zurückkehren soll, ist Tanhell. Wie durch den Trailer zu vermuten, tauchen auch Regirock, Regieis, Registeel wieder auf, aber auch Latias und Latios, und das Wettertrio mit Kyogre, Grodon und Rayquaza. Aus der vierten Generation kehren als einzige nicht-legendäre Pokémon die Pokémon Krypuk und Kaumalat zurück. Als legendäre Pokémon der vierten Generation tauchen Selphe, Vesprit und Tubbutz, aber auch Dialga, Palkia, Heatran, Rigigigas, Giratina und Cresselia wieder auf. Den Anfang der fünften Generation macht Victini, gefolgt von den nicht-legendären Pokémon Galapafloss, Flapderix und Frigometri. Als legendäre und mysteriöse Pokémon tauchen Demeteros, Voltolos, Orios und Genesect wieder auf. Aus der sechsten Generation tauchen Balgoras, Amarino und Rukara wieder auf. Auch die legendären und mysteriösen Pokémon Yveltal, Cernias, Zygarde, Diancie und Volcanion tauchen wieder auf. Aus Generation 7 kommen Kapuriki, Kapufala, Kaputoro und Kapukimo zu uns zurück. Zu meiner großen Überraschung sollen aber auch tatsächlich alle Ultrabestien aus der siebten Generation wieder auftauchen. Solch eine Liste ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und kann sich bis zum Release der Schneelande der Krone noch ändern. Was haltet ihr von den Pokémon, die Ende des Jahres zu uns zurückkehren sollen? Ich persönlich hoffe, dass die Liste noch etwas erweitert wird. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.